Dankeschön. So, dann fangen wir an mit dem AK4. Wir fangen heute etwas später an, wegen einer Vorveranstaltung, aber deswegen sind wir auch nicht so viele. Irgendwie hat das nicht geklappt mit dem, dass alle danach da sind. Wir können kurz die Themen durchgehen, die wir immer durchgehen, und dann haben vielleicht noch welche was auf dem Herzen, genau. Anträge fürs nächste Plenum. Kai hat nichts. Ich weiß gar nicht, ich glaube sonst, oder fürs übernächste Plenum oder sowas. Also Kai hat nichts, okay. Ich habe nur einen gemeinsamen Antrag zum Thema Binnenschifffahrt. Ist eine ausschweifende Diskussion im letzten Mumble-Fraktionssitzung zu entnehmen. Und das andere, was mir hier angedient wurde, ist nicht AK4, sondern AK3. Insofern hätte ich nichts weiter. Rednerliste können wir noch nicht machen eigentlich. Ich glaube, da brauchen wir auch jetzt erstmal nicht drüber diskutieren. Und wir könnten kurz durchgehen, ob was Wichtiges in den Ausschüssen vorgefallen ist. Gab es oder was kommt? Gab es was bei A17? Die fahren ja nach Zülpich zur Landesgartenschau. Und da ist ab 11 auch die Sitzung erst, die Umweltausschusssitzung. Da gibt es nur Berichte, weil man außerhalb ja nicht abstimmen darf. Jedenfalls haben die das so gesagt, scheint zu stimmen. Und da wird der Haushalt vorgestellt, dann gibt es eine Hegeplanverordnung, das habe ich noch nicht durchgeguckt. Und dann ein Punkt, die 7. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen nach dem Medizinprodukt und das Produktgesetz. Und das spannend. Ja, das ist insofern spannend, weil da mal wieder Remmel ein Gebiet, und zwar die Antibiotika- und Arzneimittelvergabe, die bei den Massentierhaltungen gegeben werden, dass die angemeldet und dokumentiert werden soll beim LANUF, was jetzt aber bei den einzelnen unteren Umweltbehörden ist. Das ist das, was er schon ein paar Mal gemacht hat, dass er bestimmte Sachen einfach auf den LANUF übertragen will und da immer mehr konzentriert. Und dazu, das weiß ich jetzt aber nicht, wie das jetzt geregelt worden ist, hat die FDP eine Expertenanhörung gefordert und will den Tagesordnungspunkt eh weghaben. Ob sie das jetzt machen, weiß ich noch nicht. Das wäre alles. Und sonst ist halt der Haushalt angesagt. Für mich ein ziemlicher Brocken, weil ich nicht weiß, was ich da raussuchen soll. Der kriegt 30 Millionen mehr dieses Jahr, verteilt das so roundabout über alle möglichen Bereiche. Aber für Umwelt ist noch nicht mal eine Milliarde, sondern es sind immer so 930 Millionen, finde ich eigentlich ein bisschen wenig für das, was hier so passiert, wie immer. Landesmittel, originäre Landesmittel. Landesmittel. Cool. Und da gibt es auch EU-Mittel, so ist das nicht. Aber da ist ja Klimaschutz, da ist erneuerbare Energie, da ist Landwirtschaft, Tierschutz, da ist Verbraucherschutz, da ist Umweltüberwachung mit bei. Und der gesamte ÖPNV hat 130 Millionen. 160. Ja, ist auch trotzdem. Ja, das kannst du nicht vergleichen. Ja, massenweise. Kannst du in der Tat nicht, ja? Naja, also er gibt sich Mühe, so, das muss man schon sagen, aber wie gesagt, man kann eigentlich noch mehr machen. Anti-AKW-Sachen, die sind nicht bei Remmel, sondern bei Dün und Hambacher Forst sind sie zu feige. Sag ich mal einfach so platt. Ja, ansonsten kann man da nicht viel sagen. Das wird das, was ich jetzt habe. Und zurzeit findet, das wisst ihr sicherlich auch, die Anti-AKW-Bewegung macht eine Reise mit einem US-Amerikaner, Tom Clement, der wohnt in den USA, da wo die Jülicher Kugeln wohl vom Bund gerne hin sollen. Und die Anti-AKW-Bewegung ist natürlich dagegen, weil die das hier behalten wollen und nicht transportieren. Und dieser Amerikaner, der da jetzt auch dagegen ist, der ist zurzeit hier durch Deutschland reise und diese Woche in NRW und tagt hier gegenüber gerade mit den anderen Fraktionen, haben heute Vormittag hier eine Pressekonferenz gehabt mit den Umweltbewegungen, da war der US-Amerikaner auch dabei und heute Abend haben die um 19 Uhr eine Veranstaltung, Bilker Straße, Kolpinghaus, stimmt das? Weil ich habe denen das nämlich rausgesucht, weil ich nicht wusste, wo sie das hin sollen. Und ich habe das bei Google eingegeben und ich hoffe, dass es klappt.
Ja, und das andere kann, ja, das ist eigentlich so, dass ich das andere kann Christopher sagen, vielleicht mehr. Also war richtig, die sitzen gerade im Raum gegenüber. Wer dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Ansonsten ist diese Veranstaltung heute Abend auch natürlich durch unsere Presse korrekt angekündigt. Im Townhouse, ehemals Kolpinghaus in Düsseldorf an der Bilkerstraße 36, also in 10 Minuten von hier aus erreichbar. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich weiß jetzt nicht, woher Missverständnisse kommen. Sollte es sie geben, es ist in der Presse angekündigt worden, es ist ein bisschen getwittert worden, es ist halt auf den Kanälen, die zur Verfügung stehen, verbreitet worden, natürlich mit korrekter Adresse und allen Informationen, die dazugehören. Die Veranstaltung ist öffentlich, man muss sich nicht anmelden, man kann einfach hinkommen und ab 19 Uhr findet sie statt. Das ist alles dazu. Das ist das Ding, wo die Piraten Düsseldorf ihren ersten Stammtisch hatten über längere Zeit, nicht wahr? Und unsere erste Landesparteitag. Ersten Landesparteitag in Düsseldorf, der so wunderschön beendet wurde. Jetzt nicht die negativen Dinge. Nö, ich fand das lustig. Also in der Retrospektive ist das lustig. Ja, A17 ist schade. Ich bedauere das zutiefst, dass ich natürlich am Mittwoch dann nicht mitfahren kann zur Landesgartenschau. Aber da haben wir selber Termine, nämlich erstmal den A18 und eine eigene Anhörung. Bei der Anhörung geht es ums Energieleitungsausbaugesetz, NLAG, wo wir uns ja bisher auf den Standpunkt stellen, dass mal hinterfragt werden sollte, ob denn diese großen Trassen, die dann von Nord nach Süd durchs Ländle laufen, tatsächlich notwendig sind. Und dazu gibt es dann noch Spannendes zu verkünden. Es tun sich gerade wirklich sehr spannende Dinge. In Schwerin wurde kürzlich das erste Speicherkraftwerk eröffnet mit einer größeren Leistung. Da treten wir jetzt den Beweis an, also einen Beweis zu einer Aussage, die ich mal bei einem Kamingespräch mit den Stadtwerken gemacht habe. Da habe ich nämlich gesagt, wir brauchen die rotierenden Kraftwerke nicht. Wir können auch die Netzstabilität über Leistungselektronik und Speicher herstellen. Wir brauchen also diesen ganzen Nonsens mit den fossilen Kraftwerken nicht auf Dauer gesehen. Und dieses Batteriespeicherkraftwerk soll im Prinzip den Beweis antreten, dass das geht. Und ich bin da sehr zuversichtlich. Wir setzen dann eine relativ innovative Elektronik ein, die jetzt sogar dafür sorgt, dass sie auf die Lithium-Ionen-Batterien, die sie da verbaut haben, 20 Jahre Garantie geben. Und durch diese 20 Jahre Garantie kommt das Ding dann auch in den wirtschaftlichen Bereich. Das bedeutet, an der Stelle haben wir gleich zwei Schritte gemacht. Wir sind einmal an dem Punkt, wo wir sagen können, Lithium-Ionen-Batterien können auch wirtschaftlich gegen gegen Bleiakkumulatoren antreten. Und zum anderen werden wir den Beweis erbringen, dass wir die rotierenden Kraftwerke nicht brauchen. Und das ist natürlich für uns, also für mich ist das ein Happy-Happy-Tag an der Stelle. Das wird aber auch gleichzeitig bedeuten, in Bezug auf die Trassen. Und zwar ist das Modell, das ich mir so vorstelle, wie die Energieversorgung der Zukunft läuft, eines, das sehr dezentral ist. Das ist ja auch soweit schon mehrfach so bei uns im Programm besprochen. Aber wir werden auch meiner Meinung nach zu Parzellen mit virtuellen Kraftwerken kommen. Und da sind halt Speicher ein Bestandteil dieser virtuellen Kraftwerke. Also einmal gehen wir davon aus, dass eine speichernde Technologie natürlich Power-to-Gas ist, die wir dann in BHKWs vor Ort umsetzen. Einmal die Speicher, jetzt mittlerweile auch mit größeren Lithium-Ionen-Speichern, sodass es dazu führen wird, dass wir am Ende keine großen Übertragungswege mehr für Strom überhaupt brauchen. Also unser gedankliches Modell für die Energieversorgung der Zukunft sagt, wir werden keine großen Trassen mehr brauchen, wir werden keine großen Energieübertragungswege benötigen. Selbst so ambitionierte Projekte wie Desertec werden das nicht notwendig machen, weil wir unserer Meinung nach auch uns in Deutschland selbst mit dem schlechteren Wirkungsgrad der regenerativen, also von Solar und Wind, werden mit Erneuerbaren komplett versorgen können. Von daher ist der Standpunkt nach wie vor, wir brauchen auch insbesondere diese drei Leitungen nicht. Wenn wir nämlich konsequent in die Erneuerbaren investieren, werden die nicht notwendig sein, diese Leitungen. Windenergie abschaffen?
Offshore-Windenergie. Wie soll ich das nennen? Ich würde es mal ein bundespolitisches Projekt nennen, um das große Stromoligopol am Kacken zu halten. So würde ich das bezeichnen. Ich glaube nicht, dass wir Offshore-Windenergie brauchen. Wir haben dort oben, wo die Dinger stehen, tatsächlich genug Onshore-Windenergie, um diese Offshore-Parks obsolet zu machen. Wenn sie die dann nach England verkabeln, ist das für mich okay. Sehe ich das richtig, wenn du hier so Gas to Liquid, Liquid to Gas sagst, dass du auch von der Enquete-Kommission Wissen rüberholst in das Gesamtbild? Naja, da sieht es momentan nicht so rosig aus beim Power to Gas. Man laboriert wohl immer noch am Wirkungsgrad und an den Kosten. Also die Kosten sind natürlich ein entscheidender Faktor, sodass wir beim Power to Gas, glaube ich, eher später mit einem Einstieg rechnen können als früher. Aber ich bin da dennoch zuversichtlich, dass das passieren wird. Und dass wir, wenn wir das, ja, also mein Glaube ist halt, ich bin halt sehr technikaffin und sehr technikgläubig, sage ich, wenn man mal eine Technologie wirklich mit politischem Willen tatsächlich mal in den Markt drückt, eben Power to Gas an der Stelle, wenn man dann sagt, man macht das erstmal, man guckt erstmal, wie man da weiterkommt, dann verringern sich ja die Entwicklungszyklen, also ganz normal ist es eigentlich, dass dann die Entwicklungszyklen runtergehen und eine Technologie wettbewerbsfähiger wird. Momentan glaube ich tatsächlich, dass das entscheidende Kriterium dafür, um in der Energiewende vorwärts zu kommen, der politische Wille ist. Wenn man den tatsächlich wieder ablenken könnte von dem Oligopol hin zum Bürger und hin zu einer dezentralen Energiewende, dann glaube ich, ist das machbar. Der Christoph will noch was dazu sagen. Ja, nur eine Ergänzung, vielleicht, weil hier nicht alle Leute so im Thema sind. Das große Potenzial von Power to Gas liegt halt darin, dass man im Gasnetz so 2 bis 3 Monate, vielleicht sogar mehr, Speicherkapazität für den gesamten Strom, also bezogen auf den gesamten Strombedarf Deutschlands hätte. Allein im vorhandenen Gasnetz mit all seinen Speicherstrukturen. Ob man das tatsächlich so nutzen kann, ist selbstverständlich eine Frage, die dann noch zu klären ist. Aber das ist ein Potenzial, was man nutzen könnte. Und man würde dann tatsächlich auch Gas- und Stromnetz, also Wärme und Strom miteinander koppeln. Also 2 Netze, die bisher weitestgehend für sich bestehen. Man heizt wahlweise mit Strom oder mit Gas, aber man hat keine direkte Verbindung. Und insofern sagen meines Wissens auch viele Große in dem Spielfeld, dass das Potenzial hat. Die sagen dann aber gerne ab 2020 oder ab 2030. Und entscheidend ist natürlich, dass man bei solcher Technologie rechtzeitig einsteigt und nicht sagt, noch brauchen wir es nicht, nichts tut. Und wenn man es dann braucht, feststellt, oh, jetzt haben wir es aber nicht. Und parallel, da würde ich dann auch den Schwenk machen zu 2 anderen Themen, zum Thema Elektromobilität. Da gilt ja das Gleiche. Wenn man heute sagt, dass Elektroautos per se erstmal nicht umweltfreundlicher sind, noch nicht mal in der CO2-Bilanz als ein vergleichsweise konstruiertes, sparsames Benzin- oder dieselgetriebenes Auto, ist das richtig. Trotzdem kann man halt heute sagen, dass Elektromobilität und auch dazu gehören auch immer Autos, das ist nicht nur Elektromobilität, ganz wichtig, wenn man sie in 10 Jahren haben will auf dem Markt, dann muss man halt heute in den Markt gehen, die Autos entwickeln, die ersten 2 Generationen hinter sich haben, damit man dann einen Massenmarkt aufbauen kann. Photovoltaik ist es genauso gelaufen. Die ersten Anlagen, auch wenn diese Kritik schon sehr lange unberechtigt ist, haben vielleicht gerade mal Energie reingespielt, die sie zur Produktion brauchten. Das war aber dann wirklich die allerersten 200, 300, 500 Anlagen. Mittlerweile ist das Thema durch. Aber da kommt es eben darauf an, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wann man einsteigen muss, damit man die Technologie und die also dann hat, wenn sie gebraucht wird. Dann habe ich selbstverständlich auch noch eine kurze Ergänzung. Ja, Christopher hat natürlich recht, die Power-to-Gas-Technologie ist natürlich die prädestiniert ist für die Langzeitspeicher. Bei diesem Lithium-Ionen-Speicher in Schwerin geht es dann tatsächlich um den Kurzzeitspeicher. Es geht tatsächlich darum, die ungleichmäßige Verteilung des Stroms im Prinzip abzufangen, zu mildern, was auch im ersten Schritt dazu führen kann, dass die Peaks runtergehen und in dem Zuge dann halt auch, je mehr Speicher überall in Deutschland positioniert sind, auch dazu führen, dass selbst die vorhandenen Leitungen nicht mehr auf größere Kapazitäten ausgebaut werden müssen. Also man sagt momentan, wie war das, 5%, was
haben wir Peak, der dafür sorgt, dass die Leitungen ausgebaut werden müssten mit größeren Kapazitäten. Und diesen Peak könnte man dann einfach in den Speicherkraftwerken aufnehmen und dann gleichmäßiger verteilen. Die wirken im Prinzip, wenn man es genau nimmt, wie ein großdimensionierter Kondensator an der Stelle. Wir haben, Stefan und ich waren letztens, an welchem, wir waren nicht am Big, doch, wir waren an der Bigge, am Biggesee, ne? Ja. Also es gibt ja jedenfalls eine Menge, vor allem im Sauerland, aber auch woanders in Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich so Talsperren und Seen, Stauseen, die allerdings im Wesentlichen zur Regulierung der Flüsse genutzt werden, natürlich auch zur Stromerzeugung, aber nicht, also die meisten nicht als Pumpspeicherkraftwerke benutzt werden. Kein? Also ich weiß nicht, ob es irgendeinen gibt. Die meisten nicht, die könnten natürlich zumindest teilweise so eine Funktion erfüllen. Die Leute vor Ort haben immer Angst, dass sich dann der Wasserspiegel aber zu stark senkt und natürlich, der schwankt dann enorm. Habt ihr darüber auch schon gesprochen, weil es ja NRW direkt betrifft im Grunde? Ja, haben wir natürlich im Zuge des ROSE-Projektes schon mal besprochen. Das ist jetzt schon etwas her, dass das ROSE-Projekt aufgegeben wurde. Da waren natürlich auch die Interessensgemeinschaften vor Ort, die dann sagten, naja, hier schwankt dann der Wasserspiegel um 2 Meter. Das wäre für Fauna und Flora nicht zu ertragen, waren da, glaube ich, so die Zitate. Bitte? Von mir aus Marina auch nicht. Man könne jetzt nicht einfach da in die Natur eingreifen. Das, was natürlich an der Stelle eines Stausees ein unglaubliches Argument ist. Ne? Also dieser Stausee ist da nicht einfach entstanden, weil sich da Steine aufeinander getürmt haben, sondern dieser Stausee ist entstanden, weil der Mensch eingegriffen hat. Und jetzt beim zweiten Eingriff sagen die Menschen dann, nee, das wollen wir nicht. Aber das ist das typische Argument, das einzige Argument, was die Energiewende tatsächlich aufhält, ist not in my backyard. Ja, das ist ein Problem. Natürlich bedeutet eine dezentrale Energiewende, dass im Prinzip viel mehr Leute betroffen sind von den Kraftwerken als früher. Aber ich sag mal so, wenn ich die Option habe, ob ich 10 Kilometer von mir ein Braunkohlekraftwerk habe oder 500 Meter von meiner Haustür ein Windrad, dann weiß ich sehr schnell, wofür ich mich entscheide, nämlich für das Windrad. Das mag zwar dann für einige an irgendwelchen bestimmten Windlagen lärmstörend sein, aber mal ehrlich, die wohnen an der Hauptstraße. Und ich glaube, wenn man da einfach Maximalwerte für die Geräuschemissionen festlegt, dann sollte das Problem damit erledigt sein. Aber wie gesagt, das Problem ist tatsächlich hauptsächlich not in my backyard und ich finde, das ist ein Problem, das man zwar ernst nehmen muss, aber bei dem ich mich oft frage, ja, wie denn bitte sonst? Wie denn bitte sonst? So, Stefan, dann ich nochmal. Also die NIMBYs sind uns sehr bekannt, aber ich glaube, das Argument greift dennoch ein bisschen zu kurz. Ein wichtiges Argument bei dieser Abwehrhaltung ist ja auch die fehlende Beteiligung am Gewinn. Sowohl am monetären Gewinn wie auch am gesellschaftlichen Gewinn. Menschen werden dazu genötigt, Dinge auszuhalten, obwohl sie individuell nur überwiegend die Nachteile haben, wohingegen sich die Vorteile auf alle verteilen. Es gibt in verschiedenen Genossenschaften durchaus andere Erfahrungen, die zeigen, dass unter bestimmten Gesellschaftsbedingungen, Gesellschaft im Sinne von Unternehmensbedingungen, Menschen bereit sind, sich zu engagieren, weil Lasten und Nutzen besser verteilt sind. Wenn wir über Photovoltaik reden, reden wir genau über die umgekehrte Verteilung. Dann nutzt es denen, die sich die Teile aufs Dach packen und es kostet all die, die das eigene Dach nicht haben. Da haben wir auch wieder eine asymmetrische Kosten-Nutzen-Verteilung, die halt nur bei Windrädern oder bei Großwindkraftanlagen genau andersrum verteilt ist. Und ich meine, es gibt genügend Hinweise darauf, dass einfach Menschen sowohl beim Entscheidungsprozess wie beim monetären, wie ökologischen, wie sonstigen Nutzen zu beteiligen sind und sie dann eben auch bereit sind,
so ein Ding in der Sichtweite und in der Hörweite zu ertragen. Und im Übrigen gibt es ja inzwischen auch Windkraftanlagen oder dezentrale Energieanlagen, die auch in dieser Hinsicht deutlich verträglicher sind als diese Vertikalteilung, die Horizontalteilung. Also zunächst mal bin ich dann natürlich bei dir, dass da ein Beteiligungsprozess stattfinden muss. Aber gerade auf der Ebene, wo diese Beteiligungsprozesse stattfinden, also sagen wir jetzt mal, ich bin Häuslebauer und stelle mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach, dann sage ich heute 10 kW, mehr nicht, weil die neue Reform im Prinzip sagt, drüber wirst du zur Kasse gebeten. An der Stelle herrscht schon mal das Problem, wenn ich eine Genossenschaft für einen Mietblock gründe, dann ist 10 kW einfach, das passt einfach nicht. Dann muss mehr auf die Dächer und dann muss man sich überlegen, funktioniert denn das jetzt überhaupt noch? Genau diese Genossenschaften, die wir da im Prinzip als die Träger der Energiewende betrachten, das ist ja tatsächlich so, das glauben wir, dass das das richtige Klientel ist, die werden jetzt im Prinzip von der Reform angeschossen, sage ich mal. Ebenso bei den Windrädern mit dem Ausschreibungsverfahren gibt es auch eine zusätzliche Hürde, gerade für die kleineren, und das spielt den größeren wieder in die Hände. Bin ich absolut bei dir. Aber ich muss noch mal versuchen zu verstehen, und das habe ich bis jetzt auch in der Debatte innerhalb der Piratenpartei nicht verstanden, es gab es hier auch mal in einer Sitzung des AKW-Wifi, der mal hier war, warum habe ich ein Problem damit, den Strom zu bezahlen, für den mein Nachbar Geld bekommt, und ich hatte das gleiche Problem beim Energieversorger vorher nicht. Ja? Das ist, glaube ich, kein unwichtiger Punkt an der Stelle. Die Frage muss man sich wirklich stellen, warum habe ich ein Problem damit, dass mein Nachbar jetzt das Geld kassiert? Warum habe ich das? Da kann man natürlich sagen, okay, das ist gut gelaufen für die SPD, die haben das wunderbar hingekriegt, dass jetzt die EEG-Umlage als das Ding dasteht, weswegen der Strom so teuer ist. Aber unterm Strich ist das ja gar nicht so, entspricht das ja nicht der Realität. Da gibt es ja viele andere Faktoren, es gibt viele Möglichkeiten, den Strompreis auch wieder zu senken, trotz der EEG-Umlage. Und es gibt vor allen Dingen jetzt einen Punkt, wo wir in Bereiche kommen, wo sich das von alleine tragen könnte. Also eine Selbstversorgung könnte jetzt alleine für mich alleine tragen, sein. Ja, also ich kann mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach stellen und könnte damit meinen Strompreis entsprechend mindern. Ich könnte mich zu 100% selbst versorgen. Und all das wird so ein Stück weit angegriffen von der Reform. Und da muss ich mich natürlich fragen, warum ist das so? Welchen Hintergrund hat das? Und zu dem Grundsätzlichen kann der Christopher, glaube ich, noch mal was sagen, auch wie sich das mit den Beteiligungen der Bürger da entwickelt hat. Das war doch der Punkt, auf den du eingehen wolltest, oder? Ja, ich wollte eigentlich zumindest noch mal da einhaken, also was Kai auch zu Recht angesprochen hat. Es ist immer wieder, wird der Fehler gemacht, meines Erachtens, die Argumentation zu verwenden, ja, jetzt sehe ich meinen Nachbarn, der verdient Geld mit dem, was ich bezahle. Es war immer okay, wenn RWE-Aktionäre Geld verdient haben oder wenn alle möglichen Beteiligten in dem Produktionsprozess Geld verdient haben. Aber jetzt sehe ich meinen Nachbarn oder den Bauern mit seinem Acker, wo ein Windrad draufsteht, und auf einmal stört mich das und finde das als ungerecht. Ich finde, es muss wirklich klar werden, das Ziel des Erneuerbaren Energiengesetzes war, nur dafür zu sorgen, dass man auch mit Windenergie, Solarenergie und Biogasanlagen Geld verdienen kann. Die Gleichstellung zu jedem konventionellen Kraftwerk. Der Unterschied, der sich ergeben sollte, war der, dass auf einmal nicht nur jemand, der ein Großkraftwerk bauen kann, Geld verdienen kann, sondern jeder, der irgendwie eine Dachfläche hat oder einen Acker zur Verfügung hat. Das ist deshalb nicht ungerechter oder schlechter. Das ist sogar besser dadurch geworden. Und ansonsten gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Es gibt Bürgerenergieparks, Windparks, es gibt Photovoltaikanlagen, es gibt ja jede Menge Projekte, wo wir uns auch für eingesetzt haben, gerade als Piratenpartei, dass die auch stärker gefördert werden, dass sie besser gestellt werden. All das gehört natürlich dazu. Und am Ende bleibt dann natürlich immer stehen, wer weder irgendeine nutzbare Fläche zur Verfügung hat, noch in irgendeiner Weise Kapital hat, was er investieren kann, also anlegen kann, der kann damit dann auch kein Geld verdienen. Diese Ungerechtigkeit besteht aber seit jeher und die lässt sich bitte nicht auf der Ebene der Energiepolitik lösen. Natürlich nicht. Aber ja, das, ich bin erst dran. Ja, es gibt ja zum Beispiel Procon, da kann sich ja jeder beteiligen. Ansonsten verstehe ich natürlich die Leute, den Nachbarn oder den Bauern nebenan, den kenne ich. Ich weiß, der kauft sich nur ein scheiß iPhone davon oder ein teures Auto. Bei RWE kann ich noch das Gefühl haben, die machen damit
gute Sachen. Die sponsern ja zum Beispiel einen Fußballverein. Okay. Die Sachen Sachen mit den Stauseen. Ich kenne die gleiche Diskussion natürlich auch zum Beispiel aus der Schweiz, wo diese Pumpspeicherkraftwerke irgendwo in so Bergnischen drin sind, wo niemand lebt, auch kein Tier mehr, über der Baumgrenze. Auch da gibt es natürlich die Beschwerden, es würde da oben die Natur verschandeln. Und genauso ist es mit Stauseen, die künstlich sind. Das ist halt so. Die Frage, die ich noch an euch so generell habe, ihr müsst das jetzt nicht alles aufzählen, aber es gibt ja scheinbar eine ganze Reihe von Widerständen, die auch aus der Bevölkerung kommen, die auch gegen so eine dezentrale Struktur sich richten können. Die sollte man natürlich, so wie ihr das jetzt angefangen habt, bei verschiedenen Punkten einzeln aufgreifen und einzeln im Grunde drauf eingehen, ne, damit sich das dann, im Grunde so eine gute Gesamtargumentation fürs Gesamtmodell raus wird. Das ist im Grunde das Gleiche, was wir für Verkehrswende oder Verkehr, Vergangenheit, Zukunft haben. Wir argumentieren oft so, warum es nicht weiter so gehen kann und dass wir im Grunde gar nicht die finanziellen Ressourcen dafür haben und sowas. Aber wir müssen natürlich auch die Einwände gegen konkrete Veränderungen berücksichtigen. Das ist ja bei euch fast das Gleiche. Ist ja fast irgendwie, das Thema kann man ja wahrscheinlich fast übertragen. Nur. Okay, jetzt nochmal der Stefan. Das hat immer mit Kosten und Nutzen zu tun. Und ich bin überhaupt nicht im Dissens zu euch. Also man darf durchaus auch kritisieren, dass RWE in Ordnung war und Nachbar nicht mehr in Ordnung ist. Aber besser ist nicht gut. Also besser heißt nicht, dass wir schon zufrieden sein können. Und wir müssen schlicht aufnehmen, dass es gerade in Bezug auf die ungleiche Möglichkeit, daran zu partizipieren, mit individuellen Gewinnen zu individuellen Nachteilen führen. Die müssen wir schlicht aufnehmen, politisch aufnehmen, um sie für uns nutzbar zu machen. Wenn ich mir bin übrigens auch der Auffassung, dass wir aufhören sollten, von Photovoltaik zu reden, weil es geht ja auch um Solarthermie, es geht auch um Wärme, es geht nicht nur um Strom. Und gerade Solarthermie, nur um ein Beispiel zu nennen, ist viel dezentraler als Photovoltaik, wenn ich die Photovoltaikanlage nicht hinreichend klein dimensioniere. Aber das Problem bei Photovoltaik ist ja, dass ich sie im Grunde nur bedingt für den eigenen Gebrauch benutze. Zumindest war das in der Vergangenheit nicht der Fall, weil es eben ein Geschäftsmodell war. Und sobald ich aus einem Ding ein Geschäftsmodell mache, ich will jetzt nicht sagen, pervertiere ich, das wäre falsch, aber bringe ich eine Logik rein, die erstmal fremd ist. Und dann muss ich mich auf dieser neuen Logik, auf dieser fremden Logik auch mit den Widerständen auseinandersetzen. Wenn ich sage, es ist kein Geschäftsmodell, sondern ein Gesellschaftsmodell, eine Option, die Energiebedarfe dieser Gesellschaft so zu bedienen, dass sie eben auch im nächsten Jahrhundert noch bedienbar sind, dann bin ich auf einer anderen argumentativen Ebene. Ich will aber jetzt keine Grundsatzdebatte aufmachen. Das würde, glaube zu spät. Ich, zu spät. Okay, gut. Zu spät. Also, kleiner Hinweis, die Grundsatzdebatte, danke für den Georantrag, der Grundsatzdebatte geht zum Thema Energietrassen, dezentrale Energieerzeugung und Energiespeicher auch in Batterieform. Und willkommen die Neuankömmlinge. Und Frank, was möchtest du gerne sagen? Ja, ich möchte nur kurz eine Frage stellen. Ich habe hier im Kalender 14:30 Uhr, Arbeitskreis 3, eingetragen und wollte halt nach dem Stand der Dinge fragen. Betrifft dich zum Teil wegen Innovation, Wissenschaft, Kultur, Medien und Schule, Weiterbildung. Hier fehlen aber einige. Ja, ich kläre das kurz auf, bevor Kai weitermacht mit der Grundsatzdebatte. Ich finde es schön, dass wir uns immer wieder hier treffen und du eigentlich zu anderen AKs möchtest. Der AK4 trifft sich immer alle 2 Wochen um 12 Uhr hier. Heute haben wir es verschoben wegen Versammlung. Und der AK3 hat, das ist dann wohl im Kalender noch nicht korrigiert, hat seine Termine jetzt so gemacht, dass sie immer sich montags in der Woche treffen, in der auch Antragsfreitag ist. Du darfst trotzdem hier bleiben und nachher noch Fragen an mich stellen.
Okay, ansonsten danke, dass ihr hier wart und ja, schöne Grüße. Nee, er ist ja nicht im Marker 3. Okay, Kai. Okay, wie das immer so ist, wenn der Stefan einen Punkt setzt, der nicht ganz auf meiner Linie liegt, entsteht da meistens eine schöne Debatte draus. Also dafür mal wieder vielen Dank, Stefan. Ich weiß nicht, ob wir das heute ausdiskutieren können. Aber wenn du sprichst von einem Gesellschaftsmodell, dann möchte ich fragen, was, wenn nicht ein Gesellschaftsmodell, ist denn eine dezentrale Energiewende, die sich komplett davon löst, Emissionen in die Luft zu blasen, die komplett sich davon löst, von der Industrie beherrscht zu sein und stattdessen zum größten Teil in Bürgerhand ist. Also ich finde, das ist schon mal ein Gesellschaftsmodell für morgen. Es, ja, besser ist nicht gut. Die Frage ist dann, okay, wenn das nicht gut ist, was wäre dann gut? Also auch noch als Aspekt mit einzubringen an der Stelle ist ja, eine dezentrale Energiewende bedeutet, dass die Wertschöpfung halt immer vor Ort liegt. Also kommunale Wertschöpfung ist ja das Zauberwort. Das bedeutet, der Strom wird dort verbraucht, wo er produziert wird, weitestgehend. Bedeutet, man muss also keinen Geldtransfer irgendwo anders hin vornehmen, sondern das Geld bleibt im Prinzip vor Ort und verschiebt sich nur vor Ort etwas. Sag ich mal, ist schon mal eine bessere Lösung, als jetzt von irgendwem anders irgendwo auf dem Ländle abhängig zu sein. Das ist schon das Erste. Das Zweite sind, wie angesprochen, die Emissionen, ob es jetzt Lärm oder CO2 oder Feinstaub ist. Es sind alles Nachteile, die wegfallen. Ich halte das Argument mit dem lauten Windrad auch nicht für so tragend. Also ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe noch nicht in der Nähe eines Windrades gelebt. Ich war aber in der Nähe von Windrädern und kann mir halt diesen angeblichen Lärmpegel, der da herrscht, nicht vorstellen. Müsste man vielleicht noch mal genauer untersuchen. Zelten, eine Zelte ist eine gute Idee. Aber der Punkt ist, ich möchte es gerne aufgreifen, was du sagst, besser ist nicht gut. Was wäre denn gut? Also da bin ich ja auf eine Antwort sehr gespannt. Und wenn du dann eine Antwort hast, die es gut macht, dann sei dir sicher, das kriegen wir ins Programm. Christoph hat sich noch gemeldet. Und ich glaube, es gibt keine gute Energieerzeugung. Ja, Stefan. Also einen Hinweis habe ich ja gegeben. Ich habe mit all dem, was du sagst, überhaupt gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, ich unterschreibe das alles. Der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, war das Bedienen eines Gegenstandes, in diesem Fall die Energiewende, mit einer sachfremden Logik, nämlich Geschäftsmodell. Genau. Möchte ich ganz kurz einhaken, das habe ich gerade mich ausgelassen. Das Problem ist ja, ja, mir wäre es auch total lieb, wenn das ohne Geschäftsmodell gegangen wäre, ja? Also wenn alle Menschen quasi Idealisten wären und sagen würden, hurra, wir wollen die grüne Energiewende, ja? Aber das funktioniert eben halt nicht. Genau das ist der Punkt. Es geht nicht um Idealismus, es geht um Partizipation, und zwar Entscheidungspartizipation als auch Nutzenpartizipation. Und ein Geschäftsmodell ist qua Definition eine partikulare Angelegenheit. Ein Geschäftsmodell kann nicht sozusagen für alle Geld, sondern ein Geschäftsmodell zwingt, ist es logisch zwingend zweiseitig. Du hast die es betreiben, und die als Kunden auf der anderen Seite stehen, sonst wäre es kein Geschäftsmodell. Nee, ist es nicht. Muss nicht so sein. Wir leben hier gerade komplett außerhalb eines Geschäftsmodells. Also es geht. Also wir diskutieren hier. So. Und das der größte Teil des Lebens ist kein Geschäftsmodell. Die Aufzucht von Kindern ist kein Geschäftsmodell. Das, die Aufzucht. Ja, heißt so. Ja, so. Und der Punkt ist, ich habe auch noch nicht mal was zwingend gegen Geschäftsmodelle. Hin und wieder muss in diesem System auch etwas Geld zu verdienen sein. Aber dann ich bin auch insofern kein Fundamentalgegner der Anerkennung, dass wir im Kapitalismus leben und dass immer innerhalb des Kapitalismus kapitalistische Prinzipien wirken, erkenne ich an. Der Punkt ist aber, ich muss, wenn ich diese Logik verwende, mir über die Folgen dieser Logik im Klaren sein. Und die Folgen dieser Logik bedeuten Ungleichheit. Zwingend Ungleichheit, das ist im System selbst angelegt, sonst ist ein Geschäftsmodell kein Geschäftsmodell. Und damit kaufe ich mir all diese Nimbys ein, die ihr gerade beklagt habt.
Nimbys sind vor allen Dingen Menschen, die keinen Nutzen von etwas haben, die Nachteile haben und die sich darüber wehren. Ich will jetzt Nimbys nicht über die Maßen verteidigen, darum geht es mir gar nicht, aber mir geht es darum anzuerkennen, dass vielleicht gar nicht die Energiewende das Problem ist und die Anerkennung der Energiewende, sondern die konkrete Umsetzung zu Problemen der Akzeptanz führt, die wir anders herstellen könnten. Und das ist sozusagen der Vorschlag, den ich mache, an dieser Stelle nicht stehen zu bleiben, sondern zu forschen, ob es nicht möglich ist, außerhalb einer Mehrwertlogik, außerhalb einer Rentabilitätslogik, und das ist ja Geschäftsmodell, Energie als Zweck für sich selbst zu begreifen. Das war übrigens früher mal der Fall. Also früher gab es, also Stadtwerke waren kein Geschäftsmodell im kapitalistischen Sinne. Stadtwerke oder kommunale Energieversorgung war früher eine Daseinsvorsorge jenseits einer Rentabilität für sich selbst. Der Zweck von Energieversorgung auf kommunaler Ebene war es nicht, Geld zu verdienen, sondern der Zweck von Energieversorgung auf kommunaler Ebene war, Energieversorgung zu betreiben. Das ist ein Unterschied. Da stand der Gebrauchswert im Zentrum des Tuns und nicht der Tauschwert. Aber wir haben über die Kommerzialisierung von Energie den Tauschwert in den Mittelpunkt gesetzt. Damit haben wir sozusagen diesen Markt erst geschaffen und kapitalisiert. Das ist so. Ich beklage das gar nicht. Ich stelle das nur fest. Aber wenn ich diese Logik fortführe, führe ich alle damit verbundenen Konsequenzen mit fort. Und wenn ich die aus meiner Argumentation ausklammere und mich reduziere auf Politikverdrossenheit, not in my backyard, Leute, dann reduziere ich etwas auf das schlechte Gefühl. Und das reicht nicht. Das ist politisch meines Erachtens nicht konsequent. Und deswegen sage ich, ja, ein Geschäftsmodell, um das zu promovieren, ist in Ordnung, aber mit den Konsequenzen, die ich damit habe. Ja. That's all about that. Jetzt sind wir schon in der Grundsatzdebatte und sorry, ja. Stefan, du irrst grundsätzlich in einigen Punkten. Tust du doch, ich sage ja auch warum und vielleicht sagst du danach nein. Ein kleiner Punkt, weil es hier technisch war, nein, auch Photovoltaik ist in der Regel sehr dezentral und im Gegenteil, wir bräuchten auch im Wärmemarkt ein ähnliches Modell, dass man nicht nur privaten Wärmebedarf mit Sonnenkollektoren generieren kann, sondern auch Schwimmbäder beheizen kann, auch eine Öffnung des Fernwärmemarktes zum Nahwärmemarkt. Also dieser Übergang sollte da eigentlich in die andere Richtung stattfinden, hin zu größeren und auch kommerziellen Projekten, statt nur die private, völlig dezentrale Versorgung im Auge zu behalten. Aber jetzt zum Grundsätzlichen. Kann ich da nachfragen? Nein. Dezentral habe ich auch nicht verstanden. Ich habe hier keinen Widerspruch anzumelden. Gut, okay. Ich habe hier die Photovoltaik in die Vergangenheit blickend kritisiert, okay. Nicht in die Ich will die zukünftige Entwicklung im Wärmemarkt genau in die Richtung zu auch durchaus Megawatt oder was weiß ich, 200 Megawatt großen Wärmekraftwerken, auf welcher Basis auch immer. Also ich möchte diese Richtung haben. Und nochmal, ein Irrtum besteht meines Erachtens darin, dass du hier sagst, da ist ein Geschäftsmodell draus gemacht worden. Nee, das Geschäftsmodell dahinter heißt Stromerzeugung und Verkauf. Dieses Geschäftsmodell hat sich nur geändert an dem Punkt, wo man hineingeht mit regenerativen Energiequellen. Ja, das Geschäftsmodell gab es vorher und es war vorher kein bisschen schlechter oder besser als hinterher. Also ich verstehe diese Aussage nicht bei dir, dass da ein neues, dass aus dieser Photovoltaik, aus diesem Anspruch Energiewende ein Geschäftsmodell gemacht wurde. Ich habe nicht gesagt, dass das Geschäftsmodell mit der Energiewende erfunden wurde. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das Geschäftsmodell ist erfunden worden in dem Augenblick, in dem die Energieversorgung nicht mehr als Gebrauchswert, nämlich die Bevölkerung mit Energie zu versorgen, gemacht wurde, sondern wo der Tauschwert, nämlich das Mittel der Energieversorgung dazu zu nutzen, Geld zu verdienen. Also das gut. Heißt, also Kapitalismus ist eben Energieversorgung oder Brötchen oder Atombomben, egal. Der Zweck kapitalistischen Tuns ist die Produktion von Mehrwert. Exakt. Das ist das Geschäftsmodell. Ja, exakt. Das ist aber das generelle Geschäftsmodell und das gilt für alle Arten von Geschäften, die wir machen. Und deshalb ist da nichts Neues hinzugekommen. Da ist kein neues Geschäftsmodell entwickelt worden. Das Geschäftsmodell im Kapitalismus heißt, ich mache etwas und erziele damit irgendwie einen Mehrwert der Arbeit oder des Einsatzes von Gütern oder Produkten oder was auch immer. Das hat sich nicht geändert. Und genau dieses ewige von dir propagierte diese Kritik daran, jetzt hat man auch in diese schöne, saubere Photovoltaik ehemals so nett und lieb gedacht und von Idealisten betrieben, das Geschäft hineingebracht, war die Ver-
war die Voraussetzung, du musst mich aber auch mal ausreden lassen. Du zitierst mich die ganze Zeit falsch. Du musst mich aber bitte auch ausreden lassen. Ich habe gerade betont, Ich glaube aber, wir wissen, was ihr gegenseitig meint. Der Punkt ist eben, ich möchte einfach das Missverständnis. Ihr müsst euch nicht darum streiten, wer wen falsch zitiert. Ich glaube, das ist nicht wesentlich, damit wir in der Diskussion weiterkommen. Aber ich habe nicht behauptet, dass das Geschäftsmodell mit der Energiewende erfunden wurde. Habe ich nicht getan. Du hast nahezu wörtlich gesagt, dass der Photovoltaik, gut, dann können wir da ja auch Schluss machen. Der Aber dennoch ist der Irrtum viel grundsätzlicher. Ja? Die große Kritik an der Energieversorgungsstruktur war vor 30 Jahren noch, die Energieversorgung basiert auf dem Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1933. Das war die Basis. Nichts Daseinsvorsorge, nichts irgendwie, weiß ich nicht, Allgemeingut. Das Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1933, was bis irgendwie Mitte der 90er Geltung hatte, ja, hatte nur ein Ziel, die Energieversorgung der Industrie aufrechtzuerhalten, kostengünstig, billig Energie zu produzieren. Das war das Problem. Ja? Und es war immer ein kommerzielles Modell. Und in diesem kommerziellen und kapitalistischen Modell haben eben auch aus ganz vielen verschiedenen Gründen Stadtwerke und kommunale Energieversorger eine Rolle gespielt und auch kommunale Beteiligungen an großen Unternehmen wie dem RWE, ja, die aus kommunalen Unternehmen entstanden sind. Ja? Ja, das kann man alles historisch herleiten, ja. Aber entschuldige mal, dieser Anspruch, wir machen hier irgendwie Daseinsvorsorge, ja, das ist es nicht. Ja. Es war immer ein kapitalistisches Modell, wo man sagte, wir schaffen die Grundlage dafür, dass man mit Energieversorgung Geld verdienen kann, weil wir wollen, dass Energie immer genügend bereitgestellt wird. Und zwar für private Zwecke wie für industrielle und gewerbliche Zwecke. Ja. Und erst im Wandel, also in den 90ern, hat man gesagt, nee, wir haben ja noch andere Ansprüche, die man verbinden. Und wenn du jetzt kritisierst, dass man den Aspekt Umweltschutz und Klimaschutz da reinbringt, dann verstehe ich diese Kritik wirklich ganz und gar nicht. Natürlich ist am Ende noch nicht alles richtig und gut, nur wenn man die Versorgungsstrukturen ändert, ja, aber es ist in die richtige Richtung. Und deshalb wehre ich mich vehement dagegen, dass man immer diese Kritik überstülpt, aber es ist noch nicht gut. Nee, das ist auch nicht das Ziel des EEG gewesen, alles gut zu machen. Es ist nur das Ziel gewesen, etwas besser zu machen. Kai nochmal. Fundamentalisten unter sich, oder was haben wir hier für eine Sprechstunde? Können wir das bitte mal ein bisschen abrüsten auf beiden Seiten gerade hier? Das muss, glaube ich, gar nicht sein. Ich habe den Stefan eher so verstanden, dass er im Prinzip sagt, wenn es kein Geschäftsmodell mehr wäre, wäre es prima. Das habe ich im Prinzip gehört. Und ich muss sagen, da pflichte ich ihm sogar bei. Wenn man eine Energieversorgung tatsächlich dazu weiterentwickeln würde, dass es nicht mehr auf einem Geschäftsmodell basiert, sondern statt tatsächlich auf einer Daseinsvorsorge, Fürsorge, Vorsorge, weiß ich jetzt nicht, welche Vokabel du da benutzt hast, dann wäre das für mich ein absolut erstrebenswertes Ziel. Nur die Realität sieht natürlich momentan ganz anders aus. Und wenn Stefan diese Forderung oder diesen Wunsch in den Raum stellt, dann bin ich gerne bereit, ihm da so weit zuzuhören, dass er Vorschläge macht, wie das zu erreichen ist. Weil ich glaube, da werden wir nämlich relativ schnell auf den Boden der Tatsachen kommen, dass es momentan eben nicht machbar ist. Wenn da Ideen vorherrschen, immer her damit. Nur eine Zwischenfrage. Ich durfte auch keine Zwischenfrage stellen. Aber macht nichts. Warum machen wir das dann ausgerechnet bei der Energieversorgung, nicht primär bei der Nahrungsmittelversorgung, als nächstes bei der Versorgung mit Wohnraum? Ja, also Energiekosten rein von der Dimension betrachtet sind also kleiner als diese beiden Positionen. Ja, also hey, also dann würde ich bei wichtigem Anfang, ja, Nahrungsmittel vielleicht, Wohnraum gleichrangig und dann vielleicht zur Energieversorgung kommen, aber auch Bildung. Wir können alles als Daseinsvorsorge betrachten und umsetzen und ja, bin ich mit einverstanden. Das ist aber dann tatsächlich die Abschaffung des kapitalistischen Systems und ob das funktioniert. Da können wir gerne darüber diskutieren. Ich habe mich noch gemeldet, aber Carsten wollte gerne noch einen Zwischenruf machen, wenn er möchte. Nee, jetzt nicht mehr. Du musst halt dein Mikrofon verwenden. Das war eingangs dieser technische Aspekt, zu dem ich Fragen hatte, beziehungsweise eine Frage zur Logik. Wie kann denn etwas dezentraler sein als dezentral? Du hattest eben gesagt, Photovoltaik ist dezentral, aber es geht auch noch dezentraler mit einer anderen Technologie. Was war denn da eben gemeint? Also ihr müsst mir verzeihen, ich bin kein Techniker, ich interessiere mich für diesen Markt, ich mache da bestimmt eine Menge Ausdrucksfehler, die dann auch missverständlich sind. Wir reden aber über Photovoltaik, weil Photovoltaik mit einem Geschäftsmodell hinterlegt ist.
richtig? Wir reden nicht über Solarthermie, weil Solarthermie offenbar als Geschäftsmodell noch nicht taugt. Ich kenne zumindest niemanden, der Solarthermie verkauft. Aber egal. Was? Dann sag es. Okay, aber mein Punkt war vorhin in Bezug, als ich Photovoltaik und Solarthermie gegeneinander diskutiert habe, einfach so, dass wir von der schieren Stromversorgung hin zur Wärmeversorgung kommen, dass wir das nicht ausklammern sollten, dass einer der Gründe, weshalb Solarthermie, ich sage mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, vielleicht auch der ist, dass es wenig Leute gibt, die damit Geld verdienen können, akzeptiere ich sofort. Ich habe auch gerade nochmal betont, auch da bin ich komplett unideologisch, dass wir im Kapitalismus leben und dass innerhalb des kapitalistischen Systems nicht-kapitalistische Prinzipien kaum wirken. Also ich anerkenne die Existenz und vielleicht sogar die momentane Notwendigkeit, Dinge als Geschäftsmodell zu denken. Ja, das tue ich. Aber gleichzeitig bin ich mir darüber im Klaren oder will mir darüber im Klaren bleiben, dass ich damit noch keine Lösung gefunden habe, die sozusagen über sich selbst hinausweist. Weil Geschäftsmodell heißt immer, dass ich Bedarfe über Kaufkraft abbilde. Und Kaufkraft, wenn sie nicht vorhanden ist, einfach ein nicht erkannter Bedarf oder ein unbedienter Bedarf bleibt. Das sind die Grenzen, die mit Geschäftsmodellen einhergehen. Das heißt, ich bin überhaupt nicht im Dissens, auch nicht zu Christopher, in Bezug auf die unangemessene Überfrachtung der Energiewende durch solche sachlogischen oder gegenstandsfremden Dinge. Aber das Geschäftsmodell ist bereits eine fremde Logik. Insofern habt ihr diesen Weg bereits getan und deswegen muss es eingepreist werden. Nee, also wenn wir über Geschäftsmodell reden, dann reden wir über eine Logik, die nichts mit Energieversorgung, nichts mit Energiewende zu tun hat, sondern wir machen die Energiewende sozusagen workable, indem wir sie als Geschäftsmodell formulieren. Und da muss ich dann, denn da entstehen Widersprüche und die muss ich politisch diskutieren, die muss ich politisch zu einer Lösung führen. Mehr habe ich nicht gesagt. Also ich bin keineswegs kategorisch in meiner. So. Ich möchte nur kurz, du darfst kurz. Ich noch bin auf dann noch Carstens dran. Zwischenfrage eingehen. Also ich möchte das insofern klarstellen. Ich vermute, dass Stefan mit mehr dezentraler als dezentral meinte, dass... Aber Carsten hat gefragt. Ja, okay. Ich sage jetzt nicht, war eine dumme Frage. Es ist richtig, dass in der Regel die solarthermischen Anlagen nur für den Eigenverbrauch, das ist das Maximum an Dezentralität, denke ich. Also das, was man selber verbraucht, erzeugt man damit. Ja, bei Photovoltaikanlagen hat das so angefangen und dann wurden die Anlagen größer. Da hat man vielleicht auf größere Dachflächen auf einer Scheune Anlagen gebaut, die dann nicht nur das benachbarte Wohngebäude oder die Scheune versorgten, sondern über das Netz auch alle anderen. Und jetzt gibt es Megawatt große Photovoltaikanlagen, die irgendwo auf der Wiese oder an der Autobahn stehen und dann niemanden direkt eigen versorgen, sondern den Strom ins Netz einspeisen zur Versorgung aller. So, ich sagte eben, und das ist mir wichtig, das wäre wünschenswert auch im Wärmemarkt, da ist das sehr schwierig, weil Wärmeeinspeisung in Wärmenetze bisher sehr kompliziert oder nicht geregelt oder nicht möglich ist. Also im Gegenteil sage ich, da brauchen wir mehr Geschäftsmodell, weil wir auch in die Richtung gehen. Wärme, wenn ich eine Fläche habe, eine Halle, könnte da auch Solarthermik drauf, ein Wärmenetz, was offen wäre, was möglicherweise schwierig ist zu realisieren, wäre prima. So, also das ist, glaube ich, verstanden worden. Und nochmal wirklich Widerspruch, nee, Geschäftsmodell findet natürlich auch in der Solarthermik statt. Ich meine nochmal, Photovoltaikanlagen, am Ende ja, steht das Verkaufen des Stromes, aber bis dahin steht die Produktion der Anlage. Da steht der Steckerhersteller, der Kabelhersteller, der Aluminiumhersteller, all dahinter steht immer Geschäft, 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 ja, immer so. Nur dieses letzte Stückchen, ja, dass ich jetzt auch noch den regenerativ erzeugten Strom auch noch verkaufe, das ist so wenig. Ja. Es verdienen zum Beispiel, würde ich zum Beispiel viel eher kritisieren, immer Banken mit, weil alles dahinter ist kreditfinanziert. Ja. Jeder, der in diesem System drin ist, hat irgendwo Kredite. Also es gibt Schätzungen darüber, dass irgendwie 30-50% von jedem Produktpreis an Zinszahlungen an Banken gehen. Das würde ich kritisieren. Und nicht anfangen bei so einem lächerlichen Punkt, dass wirklich als allerletztes jetzt auch noch in dem schönen regenerativen Bereich auch noch mit dem Stromverkauf Geld verdient wird. Das stört mich so, die Herangehensweise. Wenn ich was Grundsätzliches ändern will, dann schaue ich mir doch die grundsätzliche Problematik an und fange nicht bei dem letzten Fitzelchen an, denn dieses letzte Fitzelchen, das war eben notwendig, damit überhaupt die vielen Anlagen gebaut werden, damit überhaupt Energiewende stattfindet. Es war notwendig, dass man mit regenerativ erzeugter Energie Geld verdienen kann,
damit sie gebaut werden, die Anlagen. Und deshalb haben wir heute 25% Marktanteil im Strombereich. Hätte man diese Möglichkeit im Jahr 2000 nicht geschaffen, hätten wir heute 7% Wasserkraft, die gab es vorher schon. Das ist der Punkt. Deshalb wehre ich mich so vehement dagegen. Du hast recht, den Kapitalismus zu kritisieren. Wir können gerne hier und heute die Weltrevolution starten und die Grundlagen dafür liefern. Aber bitte nicht auf der Basis der Diskussion über die Energiewende und das Geschäftsmodell, was hinter dem Verkauf von Strom aus regenerativen Quellen steht. Ja, ich möchte da keinen draufsetzen. Ich versuche es nochmal zurückzuführen, vielleicht auf die Sache mit der Energiewende. Einmal ist natürlich klar, Energieerzeugung, das habe ich irgendwie früh gelernt und ich glaube, das hat einfach so eine Gültigkeit, ist nie unproblematisch, weil es ist ja Energieerzeugung. Also irgendwie funktioniert, irgendwo hat man da immer mit Probleme. Die Sachen mit den Geschäftsmodellen, ich versuche mal nicht ganz so frontal aufeinanderprallen zu lassen. Die Sache mit den Geschäftsmodellen ist natürlich erstmal ganz einfach. In der Welt, in der wir leben, auch in der Politik, in der wir leben, ist es sehr kompliziert, alles selbst zu planen. Deshalb hat man die tolle Idee gehabt, wenn man Geschäftsmodelle zulässt, mit entsprechenden Steuerungen und Lenkungswirkungen, die irgendwie die Politik hat, wenn man da Geschäftsmodelle zulässt, die irgendwas realisieren, dann machen sich viele Leute darüber Gedanken und dann können Sachen vielleicht realisiert werden, an die man so gar nicht hat und man versucht also Kreativität freizusetzen. Und solange sind Geschäftsmodelle erstmal was Sinnvolles und dann hat man auch eine natürlich in diesem Fall eine sehr große Mobilisierung gehabt und da fällt mir nur auf, dass hier zum Beispiel sehr viele CDU-Abgeordnete haben, also vor allem die schon länger im Landtag sind, entsprechend Geld verbrauchen müssen, haben natürlich Solaranlagen auf ihren Dächern, auch wenn sie nicht ideologisch dahinter stehen, hat ihnen ihr Steuerberater gesagt, sie müssen das machen. Oder haben sie das also praktisch einfach nur aus Eigennutz getan, nutzen deshalb aber trotzdem der Sache. Und ich habe sogar Geschichten gehört von Unternehmern, die gegen Rot-Grün wettern und es total schlimm finden, diese ganze Bevorzugung der Photovoltaik. Und dann werden sie gefragt, ja, aber auf deinem riesigen Hallendach hier ist doch alles voller Solaranlagen. Ja, und dann, hat mir Steuerberater empfohlen, dass sie dann trotzdem daran mitwirken, ist natürlich so eine Sache. Problem ist halt nur, wenn ein Geschäftsmodell so funktioniert, dass Politik und Gesellschaft davon gar nichts mehr haben und nur noch diesem Geschäftsmodell hinterherrennen, wenn es also kein Mittel zum Zweck mehr ist, dann hat man ein Problem. Und das haben wir dann jetzt wahrscheinlich eher bei RWE als bei den Geschäftsmodellen, die man selbst verursacht hat. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch mehr aufgebrochen. Möchte noch jemand dazu? Du hättest da, das ja dein Thema ist, das Recht dann für ein Schlusswort, dann machen wir weiter. Ich möchte das wirklich, die Reibung ist ja auch immer sehr fruchtbar, sage ich mal. Also Christopher und ich reiben uns ja auch oft genug bei inhaltlichen Themen. Damit kommt man auch ein Stück weiter, aber ich finde trotzdem, dass man das ideologisch abrüsten kann. Ich verstehe natürlich einerseits die Aufregung auf Christophers Seite, weil die Aussagen im Prinzip fundamental das angreifen, was die Energiewende überhaupt erst ermöglicht hat. Aber deswegen können wir das, glaube ich, ein bisschen kleiner kochen. Wir können, glaube ich, ganz gut zu dem Ergebnis kommen, wie ich es vorhin eigentlich schon gesagt hätte, wenn man das zu einer Daseinsfürsorge machen könnte, dann wäre das toll. Ich sehe aber das nicht kommen und ich sehe tatsächlich auch, dass es da andere Dinge gibt, die vorher so behandelt werden sollten. Ich glaube, da werden wir in der Zukunft noch sehr bald über Wasser reden global. Das tun wir ja jetzt schon zum Teil. Ich glaube, Wasser wird dann ein deutlich wichtigeres Thema sein als Strom. Und ich möchte dann aber an der Stelle auch noch mal eins sagen, was ich dem Olaf mal gesagt habe. Olaf kam auch zu mir und klagte sein hohes Lied über die Energiepreise.
Also zum einen, Christoph hat es, glaube ich, gerade schon dargelegt, die Energiepreise sind im Verhältnis zum Rest relativ gering. Ja, auch die steigenden Strompreise in der ganzen Zeit stehen immer noch in einem, ich glaube, ein Drittel zu zwei Drittel Verhältnis zu Wärme, oder ich glaube, das passt ungefähr, ne? Ein Drittel Strom, zwei Drittel Wärmekosten, das ist das Erste. Und Olaf kam halt wegen dem Strompreis und meinte, naja, es ist halt für meinen Bereich Sozialpolitik halt schwierig, dass der Strompreis weiter steigt. Und ich habe ihm dann quasi wortwörtlich gesagt, naja, das mag ja sein. Das Problem ist aber, die Kosten, die wir momentan für den Strompreis ermitteln, also den Strompreis, wie wir ihn momentan ermitteln, haben nichts, aber auch wirklich gar nichts damit zu tun, welche Folgenkosten für uns und die Umwelt entstehen an der Stelle. Also es wird überhaupt nicht eingepreist, welche Nachteile wir dadurch erleiden, welche CO2-Emissionen, welchen Feinstaub, welche gesundheitlichen Ursachen auch die Kraftwerke auf die Menschen haben, wie viel Kosten dadurch auf den Gesundheitsapparat überspielt werden. Als ich dieses Zitat gebracht habe mit dem Massenvergewaltiger Kraftwerke und die Bild-Zeitung mich dann zitieren musste, hat Dänemark gesagt, naja, Massenvergewaltiger war vielleicht auch ein blödes Wort, Massenmörder wäre das richtigere Wort gewesen, ja, also der Lennon-Bot, der die Dinge dann immer sehr klar benennt. Ja, da sind unheimlich hohe Kosten eigentlich dahinter, die wir gar nicht berechnen. Es sind in der Atompolitik 230 Milliarden Subventionen geflossen, etc., etc., Kohlepfennig und all das, was wir da versenkt haben schon an Geld. Die Ewigkeitskosten der Pumpen im Ruhrgebiet, wenn wir nicht pumpen, dann haben wir eine schöne Pfütze hier im Ruhrgebiet und solche Sachen. Das ist überhaupt nicht eingepreist, in keiner Weise. Und ich sage, gemessen daran ist Strom momentan deutlich zu günstig. Ja, also realistisch gesehen ist Strom deutlich zu günstig. Und da sagt er, ja, aber was mache ich denn? Ich sage, ja, ist mir klar, dass ihr ein Problem habt, aber das ist eine Aufgabe der Sozialpolitik an der Stelle. Die Sozialpolitik muss sich darum kümmern, dass tatsächlich jeder in der Lage ist, den Strom, den er benötigt, auch zu bekommen. Und da könnte man vielleicht auch über Daseinsvorsorge reden und sagen, hier, das wird jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie abgerechnet, sondern das ist einfach so, der Strom ist einfach da für Sozialempfänger und fertig, da diskutieren wir nicht mehr drüber. Könnte man die Debatte auch relativ schnell beenden. Bitte? Ja, was auch immer, aber im Grunde trifft das, was du gerade gesagt hast, genau das. Wollte ich gerade fragen, ob das das Schlusswort war. Genau, das ist das Schlusswort. Ich wollte nur nochmal plädieren, dass wir uns nicht in Liebhaberstreitereien verstricken, sondern dass wir einfach uns das Recht herausnehmen, über den Punkt hinauszudenken. Und auch wenn wir uns in einen Gegenstand verliebt haben, uns nicht die Möglichkeit und das Recht nehmen lassen, noch weiterzudenken. Auch wenn wir einsehen, wenn ich einsehe, dass bestimmte Dinge momentan nicht realistisch sind, momentan nicht sehr umsetzungsreif sind, ist es doch so, dass wir dabei, dass wir alle Chancen in der Hand halten, dass wir die Chance haben, jetzt mit diesem großen Pfund der Energiewende, den wir alle wollen, uns in die Lage zu versetzen, Dinge so zu diskutieren, wie sie grundsätzlich diskutiert werden müssen. Und das finde ich genau richtig. Ohne die Dinge zu überfrachten, ohne das eine unmöglich zu machen, bloß weil ich das andere jetzt noch nicht kriege. Ja. Okay, wir belassen es dabei. Sei denn, Christopher wollte jetzt noch. Okay, habt ihr sonst noch was aus dem Bereich A18? Der Daniel ist schon wieder geflohen. Nein, der Daniel gehört auch hier hin. Frank war. Ja, ja, das ist beides. Achso, kommt er nicht zum AK4? okay, habt ihr noch was mitgebracht? Ich denke, war sehr, sehr... Ihr habt was mitgenommen jetzt. Okay, ich komme noch mal ganz kurz darauf. Ja. Ja, was soll ich fragen? Ich mache mal einfach, pass auf, ich mache mal ganz kurz. Den Antrag, oder? Geht es um unseren Antrag, den wir gestellt haben? Ich mache mal ganz kurz praktisch die Übersicht über Bauen- und Verkehrsausschuss. Und dann ist nämlich am Ende, kommt nämlich Elektromobilität. wir hatten schon den Ausschuss, ich glaube, die anderen Ausschüsse sind ja jetzt erst noch. Wir hatten den Ausschuss letzte Woche Donnerstag. Morgen ist übrigens Anhörung zum Thema Forschung und Entwicklung des Forschungsausschusses, aber ich glaube, der Wirtschaftsausschuss ist daran beteiligt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre jedenfalls sinnvoll.
informiert worden zumindest. Also wir haben morgen eine Anhörung zum Thema Innovationen, Forschung, Entwicklung, Forschungsförderung. Ich nehme noch Fragen entgegen. Aber zurück zum Bauen und Verkehr. Wir hatten ein relativ schnell hintereinander zwei Ausschusssitzungen, trotzdem waren die beide recht voll. Das letzte Mal hatten wir das erste Mal überhaupt in dem Ausschuss, dass der Saal nicht ausgereicht hat. Habe ich ja auch mal auf die Mailingliste geschrieben als Hinweis. Die Pressevertreter durften nämlich nicht mehr rein. Die haben sich zu lange draußen aufgehalten. Die Deutsche Bahn war da. Die Deutsche Bahn war da und hat über Brücken gesprochen, hat uns informiert und wir haben Fragen gestellt zum Thema Brückensanierung, überhaupt Sanierung der Trassen, zum Thema Orkantief Ela, zum Thema Betüwe und auch zum Thema Rhein-Ruhr-Express. Dazu gibt es zu diesem Ganzen gerade als Aufmacher auf der Landtagswebseite eine Zusammenfassung dieses Tagesordnungspunktes. Das Protokoll ist ja noch nicht da. Und diese Zusammenfassung ist ganz gut. Und wir haben dort auch mit Frau Asch als Kölnerin über den Haltepunkt Köln-Mülheim des RX gesprochen und mit mir als Vertreter, als Düsseldorfer Abgeordneten über den Haltepunkt Düsseldorf-Benrath und da. Der FDP über Angermund, genau. Und da gab es aber keinen Haltepunkt, das ging es dann nur um einen Tunnel, der total teuer ist. Ja, okay. Also wir haben über so kleine Kirchturmprojekte so Sachen gesprochen. Leuchtturmprojekte, Kirchturmdenken. Also wir hatten durchaus ein bisschen Kirchturmdenken in diesem Ausschuss kurzzeitig, aber natürlich ist das mit dem Bahnhof Düsseldorf-Benrath voll berechtigt, da längerer Zeit darüber zu sprechen. Ja, ich wollte, wenn das Protokoll da ist, schicke ich dem Elverrat das Protokoll mal rüber. So, also es ist noch nicht, der Düsseldorf-Benrath, ja natürlich hängt sich niemand dafür rein, aber es ist noch nicht passé, weil die Bewertung steht noch aus. Die Bewertung wird nach den neuen Zahlen, darum hat man gesprochen, nach den neuen Zahlen durchgeführt. Das war mir wichtig zu wissen. Und es ist noch nicht, also das Ding würde zeitlich immer noch reinpassen. Die Bahn hängt sich natürlich, das haben wir selber erfahren, nicht dafür rein, ne? Aber es ist noch nicht vergessen. Es läuft. Also alles, was wir gefordert haben, läuft. Also im Prinzip ist es eine gute Nachricht. Ja. Und ja, wir haben natürlich über Haushalt gesprochen, wir haben über Flächenpool NRW auch noch eine Präsentation gesehen. Das wäre auch noch durchaus interessant, diese Präsentation wurde uns, glaube ich, zwischenzeitlich auch zugeschickt, wer Interesse hat. So, und dann haben wir natürlich noch ein paar Anträge und Tagesordnungspunkte gehabt, die vielleicht weniger wichtig sind, aber eins davon war Elektromobilität. Ich hatte mich sehr schön natürlich vorbereitet, da auch ein Statement zu abzugeben, weil es vielleicht möglicherweise auch ein bisschen anders ausfällt aus verkehrspolitischer Sicht, weil wir natürlich auch an Platzbedarf von Autos in der Stadt denken und so weiter und so fort. Wir hätten vorgehabt, uns aus dem verkehrspolitischen Bereich, auch wenn wir wissen, dass ihr anders abgestimmt hättet, zu enthalten. Aber das ganze Ding wurde ohne Votum geschoben, wir haben auch nichts dazu gesagt. Das ist der CDU-Antrag. Richtig, das ist der CDU-Antrag, wo es eine Anhörung zu gab. Euer Antrag ist natürlich bei uns noch nicht im Ausschuss gewesen. Er kommt erst Ende Oktober. Wir haben jetzt wieder eine ganz lange Zeit. Das war mein Bericht vom Ausschuss. Und jetzt können wir im Grunde direkt dran setzen, falls ihr noch was zur Elektromobilität sagen wollt. Ja, also jetzt nicht grundsätzlich zum Inhalt des Antrages, nur dazu, was wir da besprochen haben, dass wir im Prinzip eine Enthaltung können wir vertreten, also in beiden Ausschüssen durchaus. Was wir nicht vertreten können, ist eine Ablehnung. Eine Ablehnung des Antrages halten wir für falsch. Ich glaube, da haben wir auch schon Konsens gehabt. Was dann zur Vorbereitung unseres Antrages gilt, reicht vielleicht sogar tatsächlich das, was im Plenum gesagt wurde. Da wurde ja alles zitiert, nur ein kleines Ding aus der Anhörung gepickt. Ja, das war nur ein kleines Ding aus der Anhörung, das mag sein. Das war aber kein Bestandteil des CDU-Antrages. Das steht nämlich tatsächlich nicht drin im CDU-Antrag.
Hätte man sagen können, hätte ja zum, als Ergänzungsantrag oder als Erinnerungsantrag zum CDU-Antrag machen können. Ja, dann musst du sagen, naja, dann müsste ich den Rest aber auch mittragen können. Das funktioniert auch nicht. Also, und auch zum Hergang nochmal, das Ding liegt im Prinzip seit einem Dreivierteljahr ungefähr auf Halde, dieser Antrag. Und die Entscheidung, das jetzt wirklich zu machen, kam jetzt, glaube ich, letztendlich wirklich bei der Veranstaltung Landesverband Erneuerbare Energien, wo nämlich der Staatssekretär genau diesen Punkt auch noch nannte. Also tatsächlich auch gesagt hat, im Bereich des Klimaschutzplans wird genau das diskutiert. Und dann haben wir halt gesagt, nee, dann müssen wir ihn jetzt machen, bevor wir da hinterher sind. Und dann machen wir ihn jetzt eben. Ist tatsächlich kein großes Ding. Ist, kann man jetzt groß reden, kann man klein reden, kann man alles mitmachen, hat man ja im Plenum gesehen. Aber es ist auch da wieder dieser Symbolcharakter, dieser Vorbildcharakter, den das Land einnehmen soll. Und es ist auch eben ein Anschub einer Technologie. Auch darum geht es uns natürlich wieder, diese Technologie anzuschieben. Und wie Christopher das vorhin absolut korrekt ausgeführt hat, es geht nicht darum, jetzt irgendwie von heute auf morgen 1 Million Elektroautos auf der Straße zu haben, sondern es geht jetzt darum, die Möglichkeit, mehr Leuten zu bieten, eine Stromtankstelle dafür zu haben. Und dann referierten alle, ja, das passiert ja normalerweise dann irgendwie beim Arbeitgeber, da wäre es ja wichtig. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn das beim Arbeitgeber passiert, jetzt bei den BLB-Gebäuden aber nicht passieren soll, arbeiten da keine Leute beim BLB oder wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Wofür sind denn die Parkplätze da? Also für wen? Also sind das Geisterhäuser, wo dann irgendwie Leute reingehen und gucken, oh, das ist aber ein tolles Gebäude? Also diese Absurdität, die da an den Tag gelegt wird in der Diskussion, auch dieses Argument, ihr habt euch da nur eine Rosine gepickt. Ja, so fucking what? Da haben wir uns einen Punkt gepickt, den man ganz leicht verarbeiten kann, über den man inhaltlich diskutieren kann, ohne irgendwelche Randgefechte zu führen. Da kann man sich auf das fokussieren, worum es geht. Okay, das funktioniert dann nicht im Plenum, aber das hat dann eher nichts mit uns zu tun, sondern mit den anderen. Ich finde, deine Argumentation im Plenum war stichhaltig. Du hast sie präzise formuliert. Du hast gut reagiert auf die Einwürfe. Insofern fand ich auch die Kommunikation über diesen Antrag vollkommen angemessen und gut. Und ich habe mit diesem Antrag auch überhaupt gar keine Bauchschmerzen. Ich finde es vollkommen richtig, dass es eine staatliche Aufgabe ist, Infrastrukturen zu entwickeln. Kann übrigens ein Geschäftsmodell sein. Darum geht es gar nicht. Aber die Möglichkeit, Infrastrukturen zu entwickeln, ist eine staatliche Aufgabe. Basta. Da muss ich gar nicht lange drüber nachdenken. Und dass das sozusagen anders gesehen wird, ist nur dem Antragsteller zuzuschreiben und dem Umgehen mit dem Antragsteller. Das heißt, es ist Show und nicht Inhalt. Im Übrigen ist der Antrag der CDU geschoben worden, weil die SPD diesen Antrag modifiziert, also mit dem Änderungsantrag wieder einbringen möchte. Da soll irgendwie ein gemeinsamer Antrag draus gemacht werden. Zumindest innerhalb unseres Ausschusses ist das kommuniziert worden. Deshalb behalten wir uns die ganze Zeit eine Debatte über den Ursprungsantrag der CDU vor. Mit diesem Antrag habe ich deshalb Probleme, weil er allzu billig, allzu selbstverständlich 9 Millionen Verbrennungsmotoren durch 9 Millionen Elektromotoren ersetzen möchte, ausschließlich MIV in den Fokus nimmt und nur in einem einzigen Satz oder in zwei Sätzen mal E-Bikes erwähnt, aber überhaupt nicht kontextualisiert, überhaupt nicht konzeptionalisiert, also nur als muss mal genannt werden, ein einziges Mal von schienengebundenem Verkehr spricht, nicht von ÖPNV, nicht von öffentlichem Verkehr, nur von schienengebundenem Verkehr, kann also auch Güterverkehr sein, wird auch uns an einer Stelle deutlich, weil die Straßenbelastung betont wird, und die kann ja nur LKW meinen, also ist Schienenverkehr, schienengebundener Verkehr, Güterverkehr. Und an dieser Stelle wird eine Wirklichkeit neu hergestellt, die im Widerspruch zu einer Wirklichkeit steht, wie wir sie im Sinn haben. Nämlich eine Wirklichkeit jenseits des MIV oder zumindest jenseits des Zwangs MIV denken zu müssen, wenn ich Mobilität sage. Deshalb haben wir eine gewisse Distanz zu diesem Antrag, obwohl wir natürlich mit euch der Auffassung sind, dass elektromobile, also elektrisch betriebene Autos besser sind als verbrennungsmotorbetriebene Autos. Aber das ist halt noch nicht alles. Du hast gerade die Dunkelziffern bei den anderen Dingen genannt, muss man hier auch sagen. Also Autos bringen Menschen um, und zwar nicht nur, weil sie Menschen überfahren, sondern auch, weil sie Rohstoffe brauchen, weil sie Raum und Fläche brauchen und so weiter, weil sie für sie und all diese Dinge. Gleichwohl, ja, Elektromobilität ist besser als Verbrennungsmotoren, aber damit
verbaue ich mir eine zeitnahe Möglichkeit, alternative Mobilitätskonzepte zu entwickeln, weil das Geld ist dann ausgegeben und ist weg. Warte noch, dann ich. Ja, wir haben nur noch 10 Minuten. Ich versuche, diese Grundsatzdebatte nicht zu führen. Eine Frage habe ich aber, wir hatten heute Referentenrunde mit den Referenten der anderen Fraktionen für die Vorbereitung des Ausschusses und da hieß es, der Antrag sei, also ohne Votum und jetzt bleibt es bei der CDU, das weitere Verfahren irgendwie festzulegen, also das habe ich so verstanden. Ich höre jetzt zum ersten Mal diese Version, ich werde dann, also wir werden halt dann damit konfrontiert sein, dass die CDU das macht, wenn es doch zu einer Abstimmung kommt. Ich hatte das nämlich so verstanden, dass es, also die SPD, der SPD-Kollege saß da und sagte, ja, müsst ihr jetzt wissen, was ihr damit wollt. Und der CDU-Mensch sagte, ja, schauen wir dann. Also sollte es doch zu einer Abstimmung kommen, wäre es vielleicht gut, dass wir davon ausgehen, dass das passieren kann und uns jetzt hier kurz verständigen. Ich bin weiterhin für die Befürwortung des Antrags und ich finde das jetzt nicht schlimm, aber es zeigt sich auch mal wieder, ich bin nicht der Meinung, dass man immer das Große und Ganze bei jedem Antrag auch betrachten muss, denn dann muss man fast jeden Antrag ablehnen, weil das Große und Ganze eben nicht drin enthalten ist. Ich mache das jetzt hier konkret, wenn es darum geht, 9 Millionen PKWs mit Verbrennungsmotor durch 9 Millionen PKWs durch Elektromotor zu ersetzen, dann ist das dann mag dieses Ziel falsch sein, weil wir denken, eigentlich sollten nur 3, 4 oder 2 Millionen ersetzt werden. Aber wenn dieser Antrag in seiner Umsetzung einen Beitrag dazu leisten kann, dass man beginnt mit dem Ersetzen, ja, dann hat man einen Prozess begonnen, der sich über 20 oder 30 Jahre hinzieht. Ja. Und deshalb meine ich, ist ein solcher Antrag zu befürworten, weil wenn man das nie tut und immer nur sagt, wir müssen aber erstmal über alle 9 Millionen Einigkeit erzielen, wie viele davon ersetzt werden sollen, wie viele davon durch andere Verkehrskonzepte ersetzt werden sollen, dann kann man in der Tat einem solchen Antrag nie zustimmen. Dann kommt man aber möglicherweise in die Lage, dass man jede Entwicklung, jeden ersten Schritt verhindert, weil er in die richtige Richtung geht. Und das möchte ich, das sehe ich eben anders. Also da besteht tatsächlich ein bisschen Dissens. Man kann sich immer sagen, ja gut, in unserer Situation entscheiden wir sowieso gar nichts. Diese Entscheidung wird von anderen getroffen. Und dann kann man sagen, ja gut, wir können es weder blockieren noch befördern. Also können wir auch sagen, was wir wollen und können diese Position vertreten. Ich halte die nicht für schlecht oder so. Es ist nur nicht meine. Ja, dann können wir immer sagen, ja, ist uns aber nicht genug, geht uns nicht weit genug. Und damit immer sagen, aber dann können wir nicht zustimmen. Ich würde trotzdem empfehlen, kurz hierzu abzustimmen, wie wir verfahren sollen und wie wir verfahren werden, weil ich hatte das so verstanden, dass es sein kann, dass am Mittwoch eine Abstimmung stattfindet und das Ding dann durch ist. Also ganz offiziell haben wir einfach ohne Votum geschoben, was normalerweise heißt, wir wollen den Antrag in unserem Ausschuss nicht mehr behandeln. Egal, was jetzt ansonsten bei euch vorkommt, müsste man dann davon ausgehen, wir überlassen die Abstimmung euch. Gerade wurde doch gesagt, du hast doch gesagt, die SPD holt ihn jetzt zurück und will ihn gemeinsam draus machen. Das war das Neue. Ja, aber offiziell haben wir ohne Votum geschoben. Das heißt, er kommt bei uns nicht mehr auf die. Nee, er kommt bei uns nicht mehr drauf. Wir haben den nicht geschoben, sondern wir haben ihn ohne Votum geschoben. Also gut, dann hätten wir quasi die Freiheit, dem zuzustimmen, ja, im Wirtschaftsausschuss. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Das müssen wir nur sicherstellen, dass er nicht wieder zu euch zurückkommt und wir dann unterschiedlich abstimmen. Also wir haben nur eine informelle Mitteilung der SPD-Abgeordneten in unserem Ausschuss, dass sie daraus was Gemeinsames machen wollen. Das ist nur informell und nie formalisiert worden. Insofern ist vielleicht die SPD, es war die vorletzte Sitzung schon, in der das gesagt wurde, als wir den Antrag das erste Mal geschoben haben, ob das wirklich dann auch zu einem gemeinsamen Antrag von SPD und CDU kommt, entzieht sich natürlich komplett meiner Kenntnis. Insofern, wenn wir jetzt ohne Votum geschoben haben, das bedeutet, wir kriegen nicht mehr, ist er hierzu endgültig. Ja, pass auf, kriegen wir jetzt hier nicht mehr geklärt. Ja. Wir sprechen die CDU an und klären das, was dann mit dem Antrag passiert und was nicht. Wenn wir es klar haben, dann sagen wir kurz, also wenn er wirklich nur noch zu uns kommt, werden wir dem zustimmen, weil wir tatsächlich der Meinung sind, dass es dem größeren Ziel einen Vorschub leistet, auch wenn wir vielleicht die Meinung teilen können, dass, wenn man das als großes Ganzes betrachtet, der MIV dabei deutlich zu kurz kommt. Uns geht es aber immer darum, also auch in dem Antrag, den ich jetzt gerade vorgetragen habe, unserem Antrag, die Technologien nach vorne zu schieben. Also wie auch bei der erneuerbaren Energien, uns fehlt der politische Wille, nach vorne zu arbeiten. Und wenn dieser politische Wille irgendwo formuliert wird, dann werden wir den unterstützen. Das ist einfach das Wesen unserer Energiepolitik, sage ich jetzt mal. Wenn ihr das in eurem Kontext anders seht, ist das okay, dann habe ich damit auch kein Problem. Aber wir müssen uns hier darüber klar sein, wenn wir den jetzt nochmal bei uns kriegen, bei euch nicht, dann stimmen wir dem zu. Wenn er aber in beide Ausschüsse kommt, müssen wir darüber reden, wie wir damit umgehen. Kleine Zusammenfassung. Also, wir haben den
tatsächlich das vorletzte Mal geschoben, jetzt aber ohne Votum geschoben. Das heißt, er kommt, ich gehe davon aus, er kommt bei uns nicht mehr rein. Ich hätte in dem Fall, also ich finde übrigens in unterschiedlichen Ausschüssen unterschiedlich abstimmen, wenn es begründet ist, vollkommen in Ordnung. Deshalb ist es ja in verschiedenen Ausschüssen, damit verschiedene Ausschüsse sich auch verschieden verhalten können. Ich hätte insofern durchaus gerne abgestimmt, aber ich sage natürlich nicht gegen die Antragsteller, dass ich gerne abstimmen möchte, wenn es mir nicht super wichtig ist. Dann kann ich auch sagen, ist mir egal. Ich wollte euch noch mitgeben, ich sehe es nicht, also ich hätte jetzt als Statement, das ich ja nicht abgegeben habe, ist jetzt nicht ganz so, ich sag mal, krass formuliert, wie Stefan ausgedrückt hat. Es ist klar an dem Antrag zu kritisieren, das wäre auch der Grund durchaus für die Enthaltung, dass der sich, dass er so tut, als ob er für Elektromobilität insgesamt spricht, aber im Wesentlichen Automobile im Blick hat. Darum geht es nicht dabei, mir persönlich nicht dabei, dass sie jetzt, dass wir ja, uns überlegen, okay, wir wollen generell weniger Autos auf den Straßen haben, sondern im Wesentlichen, dass Elektromobilität vielleicht gar nicht als erstes bei den privaten Automobilen oder bei den Geschäftswagen, die dürfte man wahrscheinlich eher denken, realisiert wird, sondern viel größere Chancen und auch schon viel größere schon jetzt einen viel größeren Durchsatz hat bei Bussen und natürlich sowieso bei Bahnen. Also bei Bahnen ist Elektromobilität Standard und auch bei Bussen macht es sehr viel mehr Sinn, Elektromobilität, weil die ja im Stadtverkehr fahren und ständig anhalten, losfahren. Also Hybridmodelle gibt es ja schon seit langem, aber dann macht es natürlich sehr viel mehr Sinn, auch solche Modelle wie die Aachener Straßenbahn, die jetzt nicht gebaut wird, die dann teilweise auf Batterie fährt. Das alles wird halt also der CDU-Antrag nimmt nicht einen Schwerpunkt auf Automobile, weil sie halt dort den Schwerpunkt setzen und sich eine Rosine rausgreifen, sondern tut so, als ob es das andere gar nicht gäbe. Das ist durchaus was auch mich stört und deshalb, was ich auch durchaus kritisiert hätte. Ich habe jetzt meine Unterlagen nicht mehr da, was ich sonst noch auf den Zettel geschmiert habe. Wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so krass wie Stefan. Deshalb dort eine Enthaltung und noch ein einziger Satz zu unserem Antrag. Ich hatte ja schon im Mumble gesagt, man müsste da ein bisschen aufpassen, dass es nicht ein Konjunkturprogramm für E.ON und RWE ist, Stromtankstellen zu errichten. Ich habe aber tatsächlich gesehen, dass niemand das aufgegriffen hat im Plenum. Insofern scheint es den anderen zumindest egal zu sein. Gut, das war's von mir dazu. Ja, möchte noch auf deine Argumentation zurückkommen. Man ist ja immer sehr schnell dabei zu unterstellen, der Autor des Antrages hat das und das dabei auf der Agenda oder das und das nicht auf der Agenda aus dem und dem Grund. Ich versuche mich da mal in dem Fall, wo ich Anträge lese, frei von Danabot zu machen und nicht zu gucken, von wem der Antrag ist, sondern zu gucken, was steht tatsächlich drin. Ich gucke auch nicht, was steht nicht drin. Ich gucke, was steht drin. Ich habe jetzt keine grundsätzlichen Widersprüchlichkeiten innerhalb des Textes gefunden. Ich habe nichts, was gegeneinander arbeitet, gefunden an der Stelle, sondern ich habe tatsächlich einen Antrag gefunden, der zwar erstmal groß beschreibt, aber letztendlich sich auf das Problem des elektrischen MIF fokussiert. MIF ist ein schönes Wort, ich weiß. Und Oliver hat es ja gerade selber auch gesagt. Ja, ÖPNV ist da sicherlich der wichtigere Weg, sicherlich der Weg, wo auch mehr zu holen ist. Aber das hat Oliver ja selber gesagt, das passiert ja bereits. Das passiert ja bereits im ÖPNV hier in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Non-Hybrid-Busse gibt in Düsseldorf. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind alles Hybridantriebe hier. Gibt es noch? Die sind schon nicht in der Mehrheit. Also ich habe noch in keinem Non-Hybrid-Bus gesessen hier in Düsseldorf. Ich fahre jetzt nicht so oft Bus, aber, aber ich habe tatsächlich noch in keinem Non-Hybrid-Bus gesessen. Kann ich also nicht sagen. Ich kenne nur die Hybrid-Busse bei den
bei der Situation hier vor Ort. Also, aber es galt ja nur der Argumentation, das passiert bereits. Gerade im ÖPNV, das ist der Bereich, wo es wirklich Sinn macht. Es gibt jetzt auch die ersten Vermeldungen von DHL, von UPS, gerade im Bereich der Logistik, gerade was hier die Verteilerzentren vor Ort betrifft, die dann eine definierte Strecke von 150 Kilometer pro Tag haben, wo sie genau wissen, da reicht der Akku. Da gibt es eine Menge, was sich da auf dem Bereich tut. Was stagniert, was nicht vorwärts kommt, ist tatsächlich das individuelle Fahrzeug. Da kommen wir nicht vorwärts, da geht es uns zu langsam, korrigiere mich. Und der Antrag leistet aus meiner Sicht einen Beitrag, das zu beschleunigen. Deswegen sage ich, den will ich haben, gut. Ich bedanke mich, ich glaube, das war eine sehr schöne Gegenrede sozusagen, also Argumentationsaustausch. Gibt ansonsten noch etwas Wichtiges? Ich glaube, das nächste Mal können wir von Stefan was zur InnoTrans hören, weil er Parlamentariergruppe Bahn ist. ÖPNV-Enquete, ich gehe gerade durch, was hier so ÖPNV-Enquete, gebe ich bekannt, haben wir jetzt ein vorübergehendes Sekretariat, mit der muss ich aber noch sprechen, Frau Hufschmidt wird das machen. Wann geht es da los? Und ich habe Grumpy gebeten, morgen bei der PGF-Runde dann den 1.12. festzulegen, weil es einfach in der Praxis nicht nur deutlich einfacher ist, sondern... Nein, weil es eben nicht Februar wird, weil es in der Praxis 1.12. Völlig in Ordnung ist und wir ansonsten für den 1.12. noch einiges tun müssten, um das in der Verwaltung hinzukriegen. Also das entscheidet sich morgen, dann werde ich auch den anderen und euch Bescheid geben, ob wir 1.12. oder 1.11. loslegen. Wir werden Referenten aller Voraussicht nach 1.11. einstellen wollen, wie es ja auch in der Stellenausschreibung steht. Und wie es auch im Umlaufbeschluss drin war. Ja, wie gesagt, wir kriegen schon ein Sekretariat zugewiesen, zumindest vorübergehend. Und das war es von mir. Gibt es sonst noch was wir wissen müssen? Sonst haben wir jetzt eine Punktlandung auf 15:30 geschafft. Ich war noch in zwei Veranstaltungen. Ach ja, stimmt. Eigentlich müsstest du berichten. Ich könnte die LEP-Veranstaltung berichten, aber da wurde uns zeitnah eine umfangreiche Dokumentation der Gesamtveranstaltung versprochen, sodass ich die dann im Grunde anstelle eines Berichts einreichen könnte. Ich hoffe, dass die in diesen Tagen rausgeht, mich erreicht, dann leite ich die sofort weiter. Es war eine spannende Veranstaltung, es war eine kontroverse Veranstaltung, die im Wesentlichen von zwei Vertretern der Staatskanzlei ausgehalten wurde, die sozusagen immer die Verteidigungsrede machen mussten, obwohl sie ständig betonen, dass es darum nicht gehen kann. Es ging um Flächenverbräuche, es ging um Energiesysteme, es ging um Null-Hektar-Ziele, es ging um Ausgleichsflächen, es ging um Industrieflächen, es ging um AS, B und GIB, also allgemeine Siedlungsbereiche und Gewerbe- und Industriebereiche im LEP und im Regionalplan oder in den Regionalplänen, die sich daraus ergeben. Es war ein bunt zusammengesetztes Podium, es waren mehrere Podien, die sich abgewechselt haben und ich freue mich darauf, mit Hilfe der Dokumentation dann auch inhaltlicher berichten zu können. Die zweite Veranstaltung, die ich besucht habe, war der Wohnungsbautag NRW, wo es im Grunde nur einen hilfreichen Beitrag gab und ansonsten Praxisberichte und Ödnisberichte. Also schlimm fand ich den Beitrag der zuständigen Sekretärin vom Bundesministerium, die wirklich also alle Menschen in den Tiefschlaf getrieben hat, aber egal. Spannend war der Beitrag von der Mühlen. Das ist der neue Staatssekretär hier im Ministerium Groschek, ursprünglich Gelsenkirchen, Stadtdirektor. Der hat nämlich, und der von dem Bremer Senator, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, der Bremer Senator hat nämlich von der veränderten Stellplatzverordnung gesprochen und das hat von der Mühlen aufgegriffen. Ein konkretes Ergebnis ist, dass mit den Landesbauordnungen, in denen die Stellplatzverordnung neu gefasst wurde,
offenbar gute Ergebnisse erzielt werden, dergestalt, dass tatsächlich punktuell niedrigere Baukosten erzielt werden und tatsächlich auch neue Mobilitätskonzepte jenseits des MIV zumindest befördert werden, wo also in Baden-Württemberg zum Beispiel ist es so, in Bremen ist es nicht ganz anders, also fast analog. Wenn man reduzierte Stellplätze nachweisen möchte, also das Privileg reduzierte Stellplatznachweise haben möchte, dann muss man ein Konzept für Mobilität nachweisen, das nicht auf MIV setzt. Und das scheint regelmäßig dazu zu führen, dass tatsächlich auch die PKW-Dichte je Bewohner, je Haushalt geringer ist und damit Stellplatznachweis. Es ist die Landesbauordnung, die den Stellplatznachweis vorsieht und die Kommunen setzen es kommunal um. Einzelne Kommunen haben sehen noch vor, dass Stellplätze abgelöst werden. Also wenn ich sie nicht habe, zahle ich Geld und spare mir dann einen Stellplatz. Andere Kommunen haben irgendwann die Ablösemöglichkeiten von Stellplätzen abgeschafft, weil Stellplätze kategorisch nachgewiesen werden müssen. Das führt gerade bei Neubauvorhaben im sozialen Wohnungsbau oder mietpreisgebundenen Wohnungsbau dazu, dass die teuren Tiefgaragen überwiegend ungenutzt bleiben, weil dort schon heute die Stellplätze gar nicht mehr nachgefragt werden. Das ist der eine Ansatz, das war eine Beobachtung, die dazu geführt hat, die Stellplatzfrage neu zu diskutieren. Und die andere Idee war, wenn wir uns die Tiefgarage sparen, weil wir weniger Autos realisieren, dann sparen wir uns eine Menge Geld und können das Haus insgesamt deutlich günstiger bauen. Und dort ist überall dort, wo es jetzt keine sozialen Belange gibt, sondern alleine das monetäre Projekt gibt, müssen Konzepte für eine alternative Mobilität angeboten werden. Zum Beispiel Ladeplätze für E-Bikes, zum Beispiel Anbindung an ÖPNV-Linien. Also in Baden-Württemberg und in Bremen. Kosten für eine Fahrradstation oder privat ein eigenes? Ja, natürlich, das sind immer private Investoren. Wir reden hier wie das jetzt konkret umgesetzt wird, weiß ich nicht, aber es ist die Aufgabe des Investors nachzuweisen, dass es andere Möglichkeiten der Mobilität gibt als das Auto. So, und auf diese Möglichkeit aufbauend können die Verpflichtungen, eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachzuweisen, das heißt zu bauen, im Gegengeld verzichtet werden. Die können sozusagen erlassen werden, sodass das Bauvorhaben an Kosten günstiger wird. Und damit definiere ich ja sehr stark auch die Zielgruppe der Mieter am Ende. Ne? Ja, entweder der Mieter oder der Käufer. Ja, whatever. Ja, genau. Aber auf jeden Fall die sich mit der Wohnung beschäftigen werden. Genau, also da gibt es eben, deswegen habe ich die zwei Fälle gerade aufgemacht. Es gibt einerseits den mietpreisgebundenen Wohnungsbau, wo offenbar die PKW-Dichte von vornherein deutlich geringer ist. Und so, dass die nach Stellplatznachweis notwendigen Flächen in der Tiefgarage ungenutzt bleiben, also wo Kosten produziert werden, die am Ende von niemandem abgebildet, getragen werden. Oder auf der anderen Seite dort, wo Menschen eigentlich, ich sage mal, nicht im mietpreisgebundenen Wohnungsbau zu Hause sind und dennoch auf alternative Konzepte der Mobilität zurückgreifen wollen. Auch die sparen sich natürlich gerne einen Euro und weisen dann halt nach, dass sie keinen PKW haben, zum Beispiel. Okay, aber das bedeutet aber, wir reden über stadtnahen Wohnungsbau. Ja, genau, ja, wir reden in aller Regel, also das ist genau der Punkt, wir reden über urbane Projekte, wir reden nicht über irgendwelche Peripherieprojekte, sondern wir reden dort, wir reden über solche Projekte, die teuer werden, weil es Tiefgaragen sind und keine Parkplätze vorm Haus. Deshalb ja auch die Vorbilder gerade zum Beispiel in Bremen. Und ich denke, wie du es jetzt berichtet hast, der Vorteil ist ja, nicht, dass sie dann keine Stellplätze machen dürfen, weil sie irgendeinen Wisch ausfüllen, sondern dass sie sich dann wirklich sehr konkret Gedanken machen müssen, wie die Leute sonst. Das heißt, es kann sein, dass dann zum Beispiel eine Carsharing-Station mit in das Projekt eingebunden wird, was natürlich sonst niemand gemacht hätte. Genau. Im Ruhrgebiet gibt es ja jetzt diesen neuen Carsharing-Anbieter Cité und der sucht Hosts. Und das ist das neue Konzept, dass du eben einen Parkplatz für ein
ein Auto anbieten musst und damit bestimmte Privilegien als Nutzer bekommst. Und das könnte man ja auch über die Stellplatznachweisfrage abbilden, eine Möglichkeit. Ansonsten ist es in Essen zum Beispiel so, dass ich abhängig von der Lage des Gebäudes, die aber nicht definiert wird über die ÖPNV-Anbindung, sondern nur über die Grundwertlagen, Ablöse zahlen muss. Also in einer normalen Wohnlage zahle ich 2.000 Euro, in der Geschäftsstraßenlage zahle ich 5.000 Euro. Ablöse für einen nicht nachweisbaren Stellplatz. Das hat nichts mit Mobilitätskonzept, nichts mit Stellplatzkonzept zu tun, es ist einfach nur ja, Geld. In Bremen sind nicht, da gibt es welche, die sind stadtnah an der Weser, die da neu gebaut werden. Das glaube ich schon, dass die, da hast du einen öffentlichen Nahverkehr in der Nähe, da kannst du das machen mit hier in diesem Bereich, der da gebaut wird, sind ja größere Bereiche, wenn das entweder mehrere Häuser oder das sind dreistöckige oder vierstöckige Gebäude. Innerhalb des Bereiches kein Auto fahren, aber außerhalb gibt es ja Autos, Parkplätze und auch öffentlichen Nahverkehr. Dann gibt es ja auch welche, die ein bisschen außerhalb sind, würde ich jedenfalls sagen, wenn ich kein Auto habe, die auch innerhalb, das sind Familienhäuser und auch ein bisschen größere, die innerhalb dieses Komplexes Autos nicht zulassen, sondern am Rand sozusagen. Und da gibt es dann auch ÖPNV. Und ich glaube, sowas ist auch gemeint. So ganz kleine Stadtteile, wenn man so will. Ja, die berühmten Beispiele sind Freiburg-Vauban und so weiter oder in Rieselerde, wo halt auch ganze Quartiere nur für den Anlieferverkehr oder nur für also Pkw vorfahren, Getränkekiste abladen, Pkw da wieder rausfahren gemacht sind. Aber die wurden explizit nicht diskutiert, sondern es ging um normale Wohnprojekte, nicht um Siedlungs-, nicht um Quartierprojekte. Aber es kann natürlich sein, dass man das entsprechend ergänzen kann. Also das war das Spannende daran. Spannend war auch, dass von der Mühlen über neue Projekte beim Ministerium gesprochen hat in Bezug auf Versuche, die nicht abgerufenen Mittel des revolvierenden Fonds Wohnungsbauvermögen bei der NRW-Bank entwickelt werden, zum Beispiel in Bezug auf Tilgungszuschüsse, in Bezug auf Energiezuschüsse, für energetische Maßnahmen wird mehr Zuschuss gewährt und so weiter. So, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich brauche gar nicht mehr fragen, ob noch jemand was hat. Und sage vielen Dank für den, ich glaube ja, vielen Dank für den, alle, die uns beim Stream oder sonst wie zugeguckt haben. Ist jetzt die Lampe angegangen, weil du das da rausgezogen hast? Bis denn. Tschüss. Tschüss.